stört die auch nur zur Hälfte, hoffe ich. Obwohl. Ja, okay. Es war gewagt, aber wir haben es geschafft. So. Ganz kurz hier mal synchronisiert. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier ganz kurz hier mal die Sequenz dafür überspringen. Kann ich aber gar nicht. In einer Assassin's Creed Spiel konnte ich das. So. Okay. Und jetzt? Jetzt soll ich die fehlende Sklavin angeblich finden können. Die Frage ist nur, wo? Aber bisher sehe ich hier nicht wirklich irgendwas. Nö, nee, also irgendwie hat mich das gar nicht weitergebracht, ne? Ne, sagt er es hier noch als Missionsbeschreibung. Karte synchronisieren, um fehlende Sklaven zu finden. Hm, ja. Achso, hä? Hat doch gerade gemacht. Das Spiel, du, das Spiel. Ah, jetzt. Die Scheune untersuchen. Mach keinen Scheiß. Okay. Ach, da kann ich rüber. So, schon sind wir bei der Scheune. Müssen wir da nur noch rein. Hab keine Angst, Therese. Ich bin kein Feind. Wer war das? Dein Besitzer? No. Sein Sohn. Oh, bitte hilf! Sei stark. Ich werde dich retten. Das wirst du büßen. Wachen, schnell! Wir haben Ratten im Stall! Nein, weiß er nicht. Drücke B, um einen Angriff zu kontern. Ja, das habe ich ja vorhin schon gelernt. Achso, entwaffnen, ja. Warum entwaffnen? Brauche ich doch nicht. Guck mal, warum denn entwaffnen? Nur damit ich jetzt eine Waffe habe. Aua. So, zack. Und du auch weg. Vorbei mit euch. Dieser Albtraum, ich kann einfach nicht mehr. Das ist nun vorüber, Therese. Folge mir, wir müssen eilen. Muss ich die jetzt eskortieren? Oh, nö. Oh, das geht doch so für, sowas von in die Hose. Oh, Aveline, meine Tochter, allein in der Dämmerung. Wo warst du nur? Nach dem Albtraum wollte ich Luft schnappen. Liebste Stiefmutter, ich bin erwachsen. Sorge dich nicht um meine Sicherheit. Du unterschätzt die Gefahren dieser Welt. Wenn nicht für dein Leben... Dann doch für deinen Ruf. Warum bist du nur so eigen? Ich wünschte, du wärst... Hör zu, Madeleine. Ich benötige deine Hilfe. Und es ist äußerst dringend. Was ist? Als ich fort war, hörte ich markerschütternde Schreie. Ich folgte ihnen und entdeckte eine Frau. Eine Sklavin. Schwer verwundet. Wo ist sie? Ich schicke Hilfe. Sie wartet in einem Wagen. Draußen. Auf der Straße. Aveline! Sei nicht böse! Ich wusste, du weißt, was zu tun ist. Ich konnte sie doch nicht einfach krepieren lassen. Oder schlimmer. Oder schlimmer? Du hast sie bereits einer Hetzjagd ausgesetzt, allein durch deine Unbesonnenheit. Nun gut. Ich werde mich nicht abwenden, nicht, dass du mir eine Wahl ließest. Ich sorge dafür, dass die Sache diskret behandelt wird. Oh, vielen Dank, Madeleine. Eile in der Zwischenzeit in die Stadt und besorge ihr neue Reisekleider. Spute dich, wir haben nicht viel Zeit. Dieser Sprung ist schon ziemlich krass. Ja, also halt nichts mit Eskortieren. Also in üblichen Assassin's Creed Spiel hätte es jetzt erwartet, dass sie tatsächlich halt irgendwie die Dame erst in eine Kutsche platzieren muss oder sowas, halt an Wachen vorbei.
Ne, und dich dann halt nochmal umkleiden, damit du dann halt zu Madeleine dann hinkommen kannst. Ne? So, hier mal abreißen das Ding. Braucht ja keiner. So. Und dann mal gucken. Können wir das schaffen? Ja, vielleicht. Das Spiel scheint ja auch tatsächlich nicht sonderlich groß zu sein, wenn es insgesamt 11 Synchronisationspunkte gibt. Das ist jetzt nicht so viel. Na gut, es ist halt, wie gesagt, halt ein Spiel für eine Handheld-Konsole ursprünglich gewesen. Ne? Und halt auch nur so, ja, so ein Nebenteil halt. So, Sklavenkleider kaufen, zack. So, das Geld dafür habe ich ja. Jo. Okay. So, zur Villa der Grand Prix zurückkehren. Was ist Grand Prix? Ich hab keine Ahnung. Was willst du denn? Ist das die? Das kann sein. Das kann sein, dass es die ist, die wir jetzt hier gerettet haben. Hier sind auch irgendwelche Festivitäten. Na gut. Der für ein Symbol oben drauf. Betören. Ui. Da kann man jetzt also, ne, Wachen mit seinen weiblichen Reizen hier betören. Für. Naja, halt, damit sie weniger aufmerksam sind. Ach so, der folgt einem dann. Ach so, okay. Da muss man ja wissen. Abelin, verspätet zum Essen und wieder Aschfahl. Ich fürchte, du ruhst nicht genug. Oh, Papa, ich komme zur Ruhe, wenn ich alt und grau bin. Wenn du so weitermachst, ist es bald soweit. Ah, ich fürchte, du schlägst mehr nach deinem Vater, als es einer Dame geziemt. Ein Apfel vom selben Baum. Übrigens, Monsieur Blanc erbittet deine Hilfe beim Lagerhaus. Ich vermute, dass er Arbeit für dich hat. Ist das alles, was er zu bieten hat? Ich dachte, bei so viel Aufmerksamkeit hielte er um deine Hand an. Wie auch immer. Es ist die Arbeit, die mich interessiert. Philipp. Oh, meine Güte. Bei diesem interessanten Gespräch habe ich doch gänzlich die Zeit vergessen. Wenn ihr mich entschuldigt. Guten Tag, Papa. So, er ist fort. Und ich sage dir, Aveline, ich habe mich um alles gekümmert. Deine Freundin ist nun sicher. Hast du noch mehr derlei Probleme. Zögere nicht, zu mir zu kommen. Meine, der netten Stiefpapa. Okay. So, und wo geht's? Animus, Erinnerungsnotizen. Nach dem Verschwinden ihrer Mutter wurde Evelyn von kein Französisch, kann ich nicht, großgezogen. Der Bund zwischen den beiden Frauen wuchs, als sie bemerkten, dass sie ähnliche Ansichten zur Sklaverei teilten. Okay. Dann jetzt soll ich hier rein. Okay. Dem Geschäft nachgehen. Ein bisschen Charme kann Wunder bewirken. Naja, mal gucken. Ich und Charme. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. Okay. Dann verfolgen wir ihn nochmal. Unauffällig natürlich. Trotzdem finde ich den Sprung irgendwie schon wieder sehr, sehr krass. Da ist irgendwie wenig Zusammenhang, habe ich so das Gefühl. Vielleicht habe ich auch nur wieder irgendwas nicht mitgekriegt, würde mich ja nicht wundern. Ah! Schrei doch nicht so.
angerempelt so. Bursche, die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich, ist der Kapitän nicht weniger korrupt. Okay. Schiffswachen bestechen. Ja, das kann ich. Das Geld habe ich. Die weiblichen Reize auch. So, hallo, ich habe Geld. Komm jederzeit wieder. So. Ui. Jetzt kann ich den Kapitän betören, ja? Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten. Okay. Dann betören wir dich mal. Kann ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt! Ins Quartier, okay. Naja, gut, das ist jetzt nicht unbedingt Quartier. Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxon geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja, ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. Ja, dann lass doch mal die Lagerhäuser untersuchen. Niemanden töten. Naja. Naja. Achso, das habe ich geschafft. Achso. Was haben wir hier? Erinnerungsdingens. Dr. Schönen Gütern durchsuchen und mindestens eine Wache betören. Okay. Ah, okay. Hinweis untersuchen. Ah ja. Da ist jemand langgelaufen. Und wo genau ist er hingelaufen? In dieses Lagerhaus, oder was? Aha. Okay, dann betören wir doch mal die Wache. Guten Tag. Die Leute werden reden. So, machen wir mal Platz da. So, und dann gucken wir mal, wo denn die Ware ist. Kannst du nicht weichen hier? Da ist es. Ich hab's. Oder auch nicht. Oh komm! Weißt du, geht er da gerade wieder zur Wache hin und ist da nicht mehr betört. So, plündern kann ich dich aufheben. Nein, kann ich nicht. Okay. Hätte den jetzt aufgehoben, damit ich den irgendwie verstecke oder sowas. Aber kann ich ja auch irgendwie knicken. So, was haben wir da vorne? Da
So ein komisches, ja, Piratenkopfsymbol oder so, keine Ahnung.